Glück überträgt sich zwischen Menschen. Da gibt es sogar Spiegelneurone. Das heißt, wir bilden in unserem Hirn nicht nur unsere eigenen Gefühle ab, sondern auch die Gefühle von Leuten um uns herum. Wir pegeln uns ständig mit anderen Leuten ein, gefühlstechnisch. Und ob sie sensibel sind, ob sie Spiegelneurone haben, das teste ich einmal. Achtung! Oh! Hat es Ihnen wehgetan? Dann sind Sie psychisch gesund. Sie haben Mitgefühl. Sie haben Sympathie. Dieses Mitfühlen mit anderen, das ist eines der wichtigsten Zeichen für psychische Gesundheit. Wenn du depressiv bist, kannst du dich nicht mehr mit anderen freuen. Wenn du psychotisch bist, können sich andere in dich nicht einfühlen. Das heißt, solange sie mit anderen mitschwingen, geht es ihnen gut. Das heißt auch, umgib dich mit Leuten, die dir gut tun. Es gibt so Naturtalente, die kommen irgendwo hin und verbreiten gute Laune, egal wo das ist. Es gibt andere Naturtalente, die kommen irgendwo hin und verbreiten gute Laune, egal wo die weggehen. Aber es reicht. Aber es reicht ja, wenn man denen beruflich zu tun hat. Machen Sie in Gedanken einen roten Kringel. Einen roten Kringel um die Leute im Adressbuch, die einem wirklich gut tun. Mit dem man so eine Wellenlinie hat. Das ist wichtig. Wenn du nicht aufpasst, triffst du immer die anderen. Roten Kringel. Umgib dich mit Optimisten. Und wenn sie nicht genau wissen, wer kriegt in meinem Bekanntenkreis einen roten Kringel, einfach mal anrufen. Und auf die eigenen Gefühle achten. Und wenn du eigentlich erleichtert bist, dass der Anrufbeantworter dran ist, weißt du Bescheid. Umgib dich mit Freunden, umgib dich mit optimistischen Menschen. Das ist so banal, wie es wichtig ist. Und Optimisten erkennt man ganz schnell, oder? Die erkennst du aus der Ferne. Das sind so Leute, die zum Beispiel ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel mit Kuli ausfüllen. Das sind Optimisten. Die alte Geschichte: Für den Optimisten ist das Glas halb voll. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Ein Jugendlicher sagt, ey Alter, das Glas ist voll leer. Aber Pessimisten erkennt man auch am Gesichtsausdruck. Da ist immer dieser latente Vorwurf, früher war es besser. Und dann sagst du, naja, das und das war früher eigentlich nicht besser. Ah, nicht mal darauf kann man sich verlassen. Das sind so Pessimisten. Für einen Pessimisten ist das Licht am Ende des Tunnels grundsätzlich ein Zeichen, es kommt ein Zug entgegen. Ja? Das sind solche Besser-Pessis. Aber ich möchte ja nicht leugnen, es gibt auch blöde Sachen, die passieren im Leben. Es gibt Krankheiten, es gibt Unfälle, es gibt den Tod, es gibt Katastrophen, an denen keiner persönliche Schuld hat. Soll man sich auch nicht einreden. Es gibt das Böse auf der Welt. Warum es das gibt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß Gott oder weiß der Geier. Und ich bete, weil ich hoffe, es sind zwei verschiedene Instanzen. Aber so richtig wissen kann man das nicht. Und ob es ein Leben nach dem Tod gibt, darüber mache ich mir in meinem nächsten Leben Sorgen. Eins ist klar, guck in die Welt. Shit happens. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel, das gehört dazu. Shit happens. Mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Aber wenn das offensichtlich für alle gilt, ist die nächste Frage, möchte ich daran verzweifeln oder kann ich irgendwie damit leben? Wenn wir aber seelische oder körperliche Schmerzen haben, gehen wir meistens wieder genau falsch um damit. Zum Beispiel, wenn du so eine wunde Stelle im Mund hast, kennst du das? So eine wunde Stelle, was tust du den ganzen Tag? Mit der Zunge gucken, ob es noch wehtut, oder? Ist noch da, super. Tut noch weh, klasse. Hätte ja sein können, dass spontan verheilt ist. Nein, ist es nicht. Es tut noch weh. Wir haben so eine perverse Lust, Schmerz, den wir auslösen können und kontrollieren können, immer wieder auszulösen. Bei Liebeskummer genau das Gleiche. Was machst du, statt zu vergessen, holst du nochmal alle Briefe, alle SMS, alle E-Mails, alle Fotos. Du kreist um gemeinsame Erinnerungen, du kreist um gemeinsame Orte, du kreist im Kreis. No woman, nur Kreis.
Nehmen Sie Abschied von dem Sehnen nach dem Glück. Scheiden tut weh, man geht durch die heilsame Phase der Sehnenscheidenentzündung, aber dann sieht man klar, was man für sein Glück tun kann und was nicht. Zum Beispiel kann man aufschreiben, was einem gut tut. Und ich danke allen, die diese wunderbaren Postkarten geschrieben haben, dafür, dass sie genau das getan haben. Nämlich aufschreiben, was waren echte Glücksmomente in meinem Leben. Das tun wir selten. Meistens machen wir genau das Gegenteil. Wir schreiben lange Tagebuch, wenn es uns schlecht geht, oder? Haben Sie mal so ein altes Tagebuch nochmal rausgeholt? Wenn man das liest, denkt man, oh, boah, ja, stimmt. Ah, nee, das auch noch. Oh, ja, das war ja furchtbar. Ja, stimmt, das hätte ich beinahe vergessen. Gut, dass ich es aufgeschrieben habe. Das ist... Das ist kein Tagebuch, das ist ein Klagebuch. Tagebuch schreiben ist ja wunderbar, aber schreiben Sie auch ab und an schöne Sachen auf. Gewöhnen Sie sich das an, jeden Abend kleine 5 Dinge aufzuschreiben, die den Tag schön gemacht haben. Was man aufschreibt, das ist Ihnen überlassen. Aber machen Sie es, es funktioniert. Es erweitert Ihr Glücksverständnis. Neben meinem Partner aufgewacht oder nicht neben meinem Partner aufgewacht. Was immer Sie glücklich macht, schreiben Sie es auf. Das ist wirklich ein brauchbarer Tipp. Weil in diesen Selbsthilfebüchern, was steht da immer? Verwirkliche deine Träume. Verwirkliche deine Träume, ist das ein Glücksrezept? Ich habe meine Zeit lang auf meine Träume geachtet. Und ich bin heilfroh, dass die meisten von denen sich niemals verwirklichen. Also, so ein Glückstagebuch lohnt sich. Und so viele Glücksmomente, wie Sie mir anvertrauen, kann ich unmöglich alle vorlesen. Das heißt, ich habe wieder Stress. Ich muss auswählen. Und Auswahl zu haben ist ja schön, aber gleichzeitig macht es uns meistens unglücklich. Weil unser Hirn nämlich einen fiesen Engpass hat. Nur 7 Speicherplätze für den Rechenspeicher. Machen wir ein kleines Beispiel, ob das überhaupt zutrifft. Können Sie eine Zahl wiederholen? 75834. Alle zusammen? 75834. Kein Problem, oder? Wie ist es mit 40100230187747176? Nach 7 Ziffern steigst du aus. Wer verdient damit viel Geld? 11833. Aber wir können uns nicht mehr 7 Sachen gleichzeitig merken. Und das ist ein Fluch. Weil, wenn du zum Beispiel im Supermarkt nur schnell eine Erdbeermarmelade kaufen willst, da stehen mehr als 10 im Regal und zack, bist du im Stress. Die ist ganz lecker, aber vielleicht ist die noch besser. Da kenne ich die Marke, die hat Erdbeer, die Erdbeer-Mango. Die hält noch 3 Monate, die sogar 8. Sind jetzt diese Konservierungsstoffe gut oder schlecht? Wenn ich gleich das große Glas kaufe und zur Hälfte esse, dann schimmelt das, dann werfe ich das weg. Ist es nicht günstiger, gleich die teure kleine im französischen Glas? Aber das ist Gelee. Aber ich wollte doch Stückchen. Was kaufst du am Ende des Tages? Nutella. Das heißt, es ist... Konsumforscher haben das mal nachgerechnet, die haben so getestet und tatsächlich, wenn man ein Produkt kaufen will und mehr als 10 stehen davon im Regal, gehen 40% der Leute, ohne ein einziges zu kaufen, nach Hause. Und zwar frustriert, weil sie nicht gekriegt haben, was sie wollten. Es war zu viel Auswahl. Was macht die Politik? Sie verlängert die Ladenöffnungszeiten. Genau falsch. Jetzt stehst du 2 Stunden länger vorm Regal und kannst dich nicht entscheiden. Alle warten noch heimlich, bis endlich alle Läden zu sind. Dann gehst du zur Tanke, da gibt es keine Auswahl. Fertig. Nicht die Ladenöffnungszeiten verlängern. Mach die Läden zu. Zur vollen Stunde, 5 Minuten auf. Dann gehen alle zack reinkaufen, gehen wieder raus. Das ist Nachfrage schaffen.